Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Dark Souls. Ich befinde mich hier immer noch im Wald und habe dieses Symbol gefarmt. Booyah! Ja, ja, hat ja nur 4, 3, irgendwie sowas, Stunden gedauert. Aber hey, wir sind drin. Ich habe keine Ahnung, was es hier gibt, aber ja, wir sind drin. Ich könnte von irgendwoher einen kommen und das... Ja, das ist ein Geist, toll. Nun gut. Das war interessant. Vermutlich darf ich da auch gar nicht rein momentan. Ist so jetzt mein Verdacht. Oder was heißt, ich darf da nicht rein, aber es ist vermutlich nicht der Weg, den ich gehen sollte. Aber ich wollte es halt ausprobieren. Es hat mir mein Leben gekostet, aber ich habe es wenigstens mal ausprobiert. Aber es gibt noch mehr, was ich hier zeigen möchte. Und da gehe ich jetzt hin. Also gebt mir einen Moment, Leute. So, und hier ist die zweite Stelle, bei der ich etwas gefunden habe. Nämlich dieser Baum hier. Den kann man interessanterweise verletzen. Dementsprechend nehme ich mal an, dass er im Prinzip hier eine Blockade darstellt. Wow, ich bin mal wieder richtig detektivisch unterwegs gewesen, ja. Also wie ihr seht, der Baum verschwindet. War also eine Barriere. Für diesen Gang hier, wo auch immer das wiederum hinführt. Ja, das dachte ich mir, dass hier diese Echse ist. Die habe ich nämlich, die hat mich angesprochen, falls ihr euch erinnert. Ich sagte bla bla bla, ich habe von da oben eine Echse gesehen, da unten. Tja, hier hatten wir sie. Und eine grüne Blüte für Moa. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, dass wir da runterfallen würden, normalerweise. Nicht gerade schön. Nein, nein. Da ist scheinbar ein weiterer Baum, der uns im Weg steht. Den habe ich aber auch gesehen von oben. Auch den sollten wir vernichten können. Ich frage mich nur, ob diese Bäume attackieren können irgendwie. Scheinbar ja nein, aber... Na, das geht genauso wenig schnell. Ich brauche mehr Kondition. So einfach ist das. Er schmilzt und verschwindet. Und wir haben wieder ein kleines Gebiet zum Erforschen. Fragwürdig allerdings, was hier ist. Weil bisher hat es sich nicht gelohnt. Gut, klar, das sage ich jetzt mal so dahin, weil ich noch nichts gefunden habe, was sich irgendwie scheinbar lohnen könnte. Ich höre wohl eine Eule oder sowas. Keine Ahnung. Ist da was? Ach, das ist ein Gegner, der oben von der Klippe runtergefallen ist. Wie schön! Nur, dass mir das de facto nichts bringt bisher. Also bisher gar nicht. Okay, hier kommen Echsen aus dem Wasser. Auch nicht schlecht. Oh, und dich habe ich gar nicht kommen sehen. Okay, also haben wir jetzt einen Haufen Echsen und eine Steinstatue, die mir auf den Sack gehen will. Dann bleibt mir nicht viel Wahl, als ganz elegant nach hinten auszuweichen. Das ist nie gut, wenn so viele Gegner auf einem Haufen sind. Gar nicht gut. Ne? Eigentlich ist das sogar ziemlich bescheiden. Natürlich, je mehr Echsen ich jetzt wegkriege, desto besser läuft es dann hinterher. Aber erstmal Echsen überhaupt besiegen, ne? Also nicht, dass sie schwer sind, das haben wir jetzt schon geklärt. Sie sind es nicht. Punkt. Sie sind es nicht, aber
sie stehen halt im Weg rum. So. Es ist jetzt auch egal, dass ich jetzt erstmal nochmal auf Fresse gekriegt habe. Nachdem wir jetzt die Echsen aus dem Weg gelegt. Aus dem Weg gelegt. Aus dem Weg geräumt haben, sollten wir eigentlich hier gegen die Statue kein Problem haben. Ich weiß nicht. Aber die Statuen sind eben. Für mich nicht ernst zu nehmen. Die Statuen sind gegnertechnisch nicht toll. Sie hinterlassen aber ihre Schilde und ihre Schwerter, das weiß ich zumindest. Also, die beiden Items habe ich nämlich von denen bekommen bisher. Hier geht's an der Küste scheinbar entlang und hier liegt einer. Und der hat die Seele eines Kriegers. Das entlohnt mich vielleicht nachher wenigstens ein bisschen. Ansonsten sehe ich aber nicht viel hier. Was nicht schlimm ist. Nicht schlimm, heißt aber auch nicht, ist grandios. Ne? Boah, ein kleines Wegelchen hier noch, aber mehr ist da auch nicht. Dann werde ich wohl mal in diese Ruine heraufgehen und gucken, was wir da so finden können. Ich meine, im schlimmsten Fall sterbe ich hier drin. Das ist ja das Typische dann, aber im besten Fall finde ich jetzt irgendetwas Tolles. So wie Geld, Macht, Ruhm. Das One Piece. Oder ein Steinritter. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nichts, was ich finden wollte, aber egal. Wie schon zuvor gesagt, sind sie keine Gegner, die ich ernst nehme, wirklich. Na gut, der steht jetzt ein bisschen geschickter da. Weil ich jetzt erstmal gucken muss, wie ich um ihn rumkomme. Und Schaden fresse ich ja meistens auch. Weil immer mal wieder bin ich ein bisschen unaufmerksam und krieg dann doch noch einen Schwertschlag ab. Schwertschlag. So, bla. Ah. Der Wolfsring. Au. Wo ich hier bin, das weiß ich. Aber lohnt sich dieser Ring? Ist er etwas Schönes? Verstärkt Balance. Das ist okay. Damit habe ich wenigstens etwas gefunden, was ich jetzt erstmal auf Dauer nutzen kann. Und das ist gut. Mehr gibt es hier aber scheinbar nicht. Mehr gibt es hier wohl nicht. Dann werde ich wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich werde ich einen Cut machen. Werde dann zurückgehen, mich ein bisschen stärken, vielleicht ein wenig leveln. Leveln aber wahrscheinlich nicht allzu viel. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich entweder den Rücktritt an... Ja, ich sage mal antrete. Mich nochmal mit einem bestimmten Gegner anlege... Oder ähnliches. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja komm, ich versuche nochmal diesen Meat-Cleaver-Ritter. Dann sehen wir uns da. Ansonsten sehen wir uns eben später. Ich hoffe auf alle Fälle, der Wolfsring hilft euch auf all euren Wegen. Oder zumindest hilft er euch. Bis dahin. Und Leutchen, da habe ich doch noch etwas. Und da kann ich auch erstmal direkt Dankeschön sagen. Wenn ich schon an der wenn ich schon dabei bin, sage ich mal Danke an ein paar Leutchen, die sich regelmäßig meine Videos hier ansehen. Nämlich zum einen, verzeiht mir übrigens, wenn ich es falsch ausspreche, aber die Krake 36. Erstmal schon mal danke, dass du dir überhaupt die Mühe gemacht hast, mir zu erklären, was die Sache mit diesen, ja, jetzt würde ich sagen Leuchtfeuer, aber Leuchtfeuer sind es ja nicht. Es sind ja viel mehr... Ja, wie soll ich sagen? Wie hießen sie nochmal? Feuerschreine? Jedenfalls die Sachen, die wir benutzen, um uns zu heilen, beziehungsweise um einen Reset-Punkt zu haben. Das wurde mir zwar auch vorher schon gesagt, aber ich danke erstmal so hin und wieder mal Leuten. Dann Titaut. Titaut. Titaut.
Verprüge mich nicht dafür, dass ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Es tut mir leid. Auf alle Fälle, die Sache mit der Menschlichkeit, die man von den Ratten bekommen kann, sehr, naja, sehr praktisch eben. Und dann für das, was ich hier gerade mache, Astragors. Ich hab's einmal ausprobiert mit meinem Zweitcharakter. Es ist awesome. Allein deswegen mache ich das hier gerade. Es dauert aber ein bisschen, deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt einen kurzen Cut machen. Und in der Zeit hier eben den Schwanz malträtieren, denn so schießen bin ich schlecht drin. Und dann warte ich lieber einmal, bis er da wieder auftaucht. Und das ist ein ewiges Hin und Her. Deswegen würde ich jetzt ungern euch hier die ganze Zeit das zeigen. Es sei denn, es gibt Leute unter euch, die sagen, boah, Kommi, als Bogenschütze, wie er da steht. Oder wisst ihr was, ich filme es mit und werde aber für die Leute, die einfach sehen wollen, wofür das hier gerade ist, sagen, hier und da geht's im Prinzip weiter, beziehungsweise da habe ich das Objekt der Begierde. Schaut da wieder rein für das, was ich bekommen habe. Ich möchte erstmal euch, wenn ich schon dabei bin, eben allen Leuten danken, die auf meine Fragen eingehen, wenn ich mal frage, keine Ahnung, wofür ist der Scheiß? Ja. Ich finde es schön, dass es Leute gibt, die mir dann im Prinzip Hilfestellung geben, mir sagen, was los ist und so weiter und so fort. Ich werde nochmal, oder ich werde des Öfteren mal danken, denn ich finde das immer sehr schön. Werde auch weiterhin auf Hilfe hoffen, wenn ich mal sage, ich komme gar nicht weiter, ob man mir da mal ein oder zwei Tipps geben könnte. Das wäre nämlich immer dann sehr schön. Denn, wie ihr wisst, ich bin einfältig, ich bin dumm, ich hänge mich da dran und habe dann keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ihr Gefallen daran fändet. Aber ein, ich sage mal, Tauschbörsenvideo, bei dem im Prinzip nichts zu sehen ist, wo ihr aber, wie in einem Forum, nur per Kommentar, da haben wir es, das gerade Drachenschwert. Wir haben ihm wohl den Schwanz abgeschossen, nehme ich mal an. Das gerade Drachenschwert, mal zum Vergleich. So mein. Also gerade das Drachenschwert müsste irgendwo jetzt hier sein. Oder bin ich schon vorbei? Keine Ahnung. Ne, hier ist das gerade Drachenschwert. Mein Breitschwert plus 5. 123. Das 200. Und wie ihr seht, es ist genauso schnell wie mein anderes Schwert. Ist genauso stark, aber es kann das hier. Nicht das hier. Sondern das hier. Wer es noch nicht richtig gesehen hat, hier. Es ist awesome. Besorgt es euch. Also ein Tauschbörsenvideo, in dem ihr Kommentare schreiben könnt, die ihr unter das Video setzt. Wo ihr euch austauschen könnt. Also alle Spieler von Dark Souls. Wer es interessant findet, kann es mir hier auch drunter setzen. Damit verabschiede ich mich von euch, Leute. Ich habe erstmal für die nächsten paar Teile ein geiles Schwert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder.